Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Richtig schönes HD, muss man sagen. Im letzten Part haben wir es durch den Nebel des Waldes von Firon geschafft. Richtiges Deutsch, glaube ich. Haben wieder erfolgreich Öl geklaut und jetzt begeben wir uns zu diesem goldenen Wolfi. Hallo Wolfi. Oh, tot. Wer bist denn du? Boss Time. Oh, die Musik. Au. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Das Schicksal mag dich zum Helden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln, und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Wenn du dir wahren Mut wünschst, um Hyrule aus dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise dich in meinen okkulten Künsten. Die sind so cool. Okkulte Kunst, Fangstoß. Ein starker Gegner kann durch einen schweren Angriff niedergehen, aber steht aber sogleich wieder auf. Die Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn unverzüglich mit ZL an und drücke A, um ihn von oben springenden den letzten Stoß zu versetzen. Also eine günstige Gelegenheit, den Gegner den Chaos zu machen, erscheint vor deinen Augen das Signal Fangstoß. Nun, versuche es an mir. Komm her, Dude. So, er liegt und Fangstoß. Bäm. Ja, das war ein kühner Schlag. Verpasse nie die Chance vor einem Fangstoß durch Drücken von A. Damit hast du die erste okkulte Kunst, den Fangstoß, erlernt. Die Schwert-in-Stein-Attacke. Wie ein berühmter Let's Player sie genannt hatte. Es gibt noch 6 weitere okkulte Künste, die du erlernen musst. Müssen ist relativ, das ist was Optionales. Doch sie sind nur für den bestimmt, in dessen Adern das Blut eines Helden fließt. Für den, der den Geist eines erhabenen Raubtiers hat. Stell dir deine Kraft und sei beständig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zu zerschlagen. Lausche dem Ton des Windes, der den Geist des wilden Tieres ruft, und komme wieder zu mir, wenn du die Statuen gefunden hast. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft eines Schwertes. Vergiss das nicht. Auf ein Wiedersehen. Jo, und ich weiß gar nicht, ob es schon erwiesen ist in dem Sinne, beziehungsweise, also meine Spekulation liegt schon immer darin, dass das einer der früheren Links ist, beziehungsweise ja, ein früherer Link. Vermutlich der aus Ocarina of Time oder aus Majora's Mask. Naja, das ist ja dasselbe. Yay, 10 Rubine. Ja, Wurf, gib mir die Kerne. So, und es macht plong, plong, plong und es ist recht nervig. Ganz schön ist es hier nicht ganz so penetrant wie in anderen Spielen. Nein, ich rede jetzt nicht. Fangschuss. Bam! Kill! Ach, schade. So, dann machen wir mal hier auf. So. Eine Fledermaus. Gleich beide. Ja, gib mir so viel Geld, wie ihr tragen könnt, weil ich brauche echt einen Haufen Kohle gerade am Anfang. Da ich gerade die 100 Rubine rausgeschleudert habe. Waldschrein. Genau dort sind wir jetzt. Und mein Ziel ist es eigentlich in den ganzen Dungeons, alle Schatztruhen mitzunehmen, die ich kann. Bäm. So, dann gehen wir mal da hoch. Ich kriege immer noch die Gefahren-Sound-Anzeige. Was ich nicht lustig finde, ist da noch eine oben.
Nö. Nö. Okay, nehmen wir mal die Schatztruhe mit. Und nochmal 10 Rubine. Nehme ich gerne, gerne mit. Wie waren wir hier? Nein, ich will nicht mit. Ich will nicht mit. Nein. Ziemlich finster hier. Bla bla bla. Will ich nicht wissen. Kann man hier keine Ego-Perspektive nehmen? Nö, kann man nicht. Okay, muss ich mich so umgucken. An sich ist sonst hier nichts mehr. Ich glaube, das ist auch die einzige Truhe, die hier rumhängt. Holy shit. Nicht cool. Da oben ist nichts drauf. Und hier? 5 Rubine. Wunderbar. So. Nächster draußen. Dann haben wir noch die 5 Rubine mit und da ist auch nichts. So, 2 Spielen weniger. Kling. So. Ich soll mitkommen? Na schön. Das ist doch der Affe, der dir die Lampe geklaut hat. Ich glaube, der will mit dir spielen. Also nichts wie hinterher. Ja klar. Was gibt's besseres an einem gefährlichen Waldschrein als zu spielen? Genau. Ja, ist okay. Ich will das Geld, das hier rumfährt. Was ich mich schon gefragt habe, ich weiß nicht, ob ich es schon im Let's Play erwähnt habe. Doch, ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Da ja keine Herzen droppen. Ist die Drop-Chance von Rubinen damit erhöht? Fände ich interessant zu wissen. Okay, jetzt rennt er mir, glaube ich, komplett hinterher, das Viechlein. Und man sieht hier schon eine Spinni. Komm mal, du runter. Fangstoß. Oh Gott, ist das episch. Oh, ich liebe diesen Move. Das ist so cool, dass man das in diesem Spiel machen kann. Dass er einfach, wenn man einen Gegner besiegt hat. Das geht aber nur, wenn man das richtige Timing besitzt. Dass er einfach diese absolut geile Nummer macht mit dem Schwert. Tsching. So nice. Das war gerade aber eigentlich ungewollt. Ja, ja, ja. Brav. So, wichtig ist jetzt dieses Bombendealchen. Genau. Shit. Bombe nehmen. Werfen. Weglaufen. Uhe. Boom. Brav. Und 20 Rubine. Sehr schön. Wie viel kann ich mitnehmen? 500 oder so ein Scheiß. Huch, du kannst nur dein Amiibo verwenden. Okay. Thanks, but no. 500 Rubine. Das ist nicht wenig. Und das Geplonge geht mir auf die Eier. Und ja, da oben ist eine Truhe, an die ich leider nicht rankomme, weil ich mit meiner Schleuder nicht diese Stränge hier zerschlagen kann. Aber ich kann die Fässer und die Fässer, sagen wir schon, die Vasen runterschießen. Ja, mit einer gleich. Gleich. Okay, jetzt. Was sind das hier alles für Was sind das alles hier für Kandalaber? Ist das hier etwa eine Art Altarraum? Aber was frage ich dich überhaupt? Als ob du mir darauf eine Antwort geben könntest. Wie sie uns überhaupt nicht mag. Ja, hier gibt's Lämpchen. Ja, und wenn man sie alle 4 anmacht, passiert ganz zeltermäßig das da. Ja, gleich Affichen, aber erstmal. Da. Die Dungeon-Karte. Richtig. Eine Karte ist immer gut. So. Bisschen mal ein bisschen zu hacken. Geld ist Geld. Jawohl. So. 91 Rubine wieder. Das ist sehr geil. Jetzt kommen wir gleich in einen recht großen Raum.
Und eine Brücke. Du mich auch. Und dann war's dann auch wieder mit der Brücke. Aber was ist das denn? Haben die etwa Streit? Mann, jetzt können wir hier nicht weiter. Gehen wir einfach zurück, okay? Ich glaube, es ist sowieso der kleine Affe, will uns führen. Sollten wir ihm nicht einfach folgen? Ich dachte, das ist ein Mädchen. Eine Blume im Haar. Ich dachte immer, es wäre ein Mädchen. Jo. Dankeschön. Und ab in die nächste Runde. Und ich glaube, der Affe bleibt jetzt sogar... Ne, der bleibt bei uns. So, machen wir hier wieder Licht an. Halt, ich will andere Richtung. Weg. Kaboom. So, was gibt's hier? Da guckt was raus. Puh, endlich draußen. Bin mal ein wenig in die Breite gegangen und dann irgendwie nicht mehr da rausgekommen. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank. Also, was weißt du, ich suche hier etwas. Hast du auch etwas zu tun? Dann könnten wir uns ja eine Weile zusammentun. Wenn du heraus willst, kann ich dich ganz einfach warpen. Dann kannst du jederzeit in den gleichen Raum zurückkommen. Du siehst, ich kann dir ziemlich nützlich sein. Denk also nicht, ich wäre nur eine Belastung, sondern betrachte mich als Freundin. Du hast die Tante getroffen. Ja, die Tante. Sie warb dich aus jedem Dungeon oder dorthin zurück, wo du zuletzt warst. Genau, es ist ein Dungeon-Item in dem Sinne. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte in diesen Raum wieder zurückkehren, aber ich muss jetzt ausmachen und, beziehungsweise, ja genau, ich will jetzt speichern und ausmachen, dann warpt man sich in diesem Raum zurück und dann kann man in diesen Raum zurück warpen, ohne diesen ganzen Tempel nochmal zu machen. Ich werde diesen Tempel aber in einem Stück durchziehen, schätze ich mal. Schlitz, Kill, Bock. So. Na, falsches Item. Kommst du da runter? Bitte sei so gut und lauf ins Wasser. Gott sei Dank können die Viecher nicht schwimmen. Ja, Schätzchen. Ich habe keinen Schlüssel. Du bist gut. Na, gehen wir mal hier rein. So, genau. Die stellen sich nämlich hier mit dem Wind um die Räderchen. Ich sollte das auf Y legen. So, gehen wir weiter. In den nächsten Raum. Und auch hier ist eine Truhe. Mit einem kleinen Schlüssel. Und auch wieder zurück. Jetzt haben wir unseren kleinen Schlüssel. So, jetzt muss ich, glaube ich, aber die Spinne wieder runterholen. Nö, muss ich auch nicht. Und ich finde es cool, wie er die Türen aufmacht. Also wirklich vom Design her, das Spiel ist episch. Ein weiterer Affe. Nein, dann gehen wir mal runter. Ja, ganz geil. So.
Dann holen wir uns immer runter. Bonk. 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 Buff. Wie er sich den Arsch hebt. Ja, 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 ja. Gott sei Dank schlägst du voll ins Leere. Yay, Money. Wie sie sich freuen. So, dann ist hier noch eine Truhe. Und nochmal 10 Rubine. Also an Geld mangelt es in diesem Spiel echt nicht. Na, Link. Danke. Bis auf dieses blöde 1,5 Herzen geplonk. So, dann haben wir unsere Affenbrücke. Dingens, Bummens. Jetzt haben wir gleich 2 von den Viechern im Schlepptau. Juhu. Und dann sind wir aber auch, glaube ich, in diesen Räumen schon so weit durch. Können wir zurückgehen? Ja, ja, der Kurana. Machen wir hier wieder auf. So. Und der kann mich jetzt nämlich hier rüber schwingen. Und der kann mich hier rüber schwingen. Wenn man da auch, ja, 2 braucht. Ne? Ja, jetzt habe ich es auf der anderen Tasche. Jetzt drücke ich prompt die falsche. Leck mich doch am... Ah. Oh nein, nicht dieser Raum. Ich mag ihn nicht. So, hier sind auch Dekoranas, aber die sind ein bisschen anders. Die leben noch. Nachdem man sie getötet hat. Yep, that makes sense. So, boom. Down. Ich weiß noch, hier bin ich bei meinem letzten Playthrough ein paar Mal draufgegangen. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Seht ihr die Viecher hier? Die fressen einen, ne? So, und das kann ich jetzt auf... Ja, klar! Scheiß Viech. So, und das kann ich jetzt einfach hier nehmen und hier runterwerfen. Dann fressen die Teile das. Bumm. Und sind damit auch besiegt. So, die waren nicht das Problem. Wenn wir die nicht gekillt hätten, wären wir drüber gesprungen und sie hätten uns im Spring gefressen. So, problematisch ist das hier. Nee. Na. So, das hier. Weil diese Bombe explodiert viel zu früh. Wie habe ich mir das damals noch gemacht? Damit kommen wir nicht drüber. Ich weiß gar nicht, ob ich das so machen kann, wie ich es vorhab. Lauf, 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 Link. Lauf, 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 lauf. Na, dang it. Ich glaube, da kann ich erst später hin. Das wollte ich nicht. Das arme Viech. Boom. So, lauf, 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 Link. Komm, 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 komm. Nee, das reicht auf keinen Fall. Das müssen wir später machen. Okay, laufen wir jetzt aber erstmal hier rüber. Ah ja, genau. Dich brauche ich trotzdem nochmal. Dafür reicht's noch. Na gut, ich kann eigentlich eh drauf verzichten, irgendwelche Herzen zu finden. Ponk. Okay. Autsch. So, großer Raum. Große Spinne. Und ein Affe. Ich sage aber vielen Dank fürs Zuschauen. Das war The Legend of Zelda Twilight Princess HD für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.